Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen in diesem und den folgenden Videos die Polynomialzeithierarchie kennenlernen. Das ist eine unendliche Hierarchie von Komplexitätsklassen, die P, NP und CoNP verallgemeinern. Also wir kennen schon die Klassen P, NP und CoNP, aber darüber, da gibt es eine Klasse, die heißt Delta P2, die enthält NP und die enthält CoNP. Und dann gibt es wiederum Klassen Sigma P2 und Pi P2, die enthalten beide jeweils das Delta P2 und darüber gibt es Delta P3, das enthält die beiden und so weiter. Das ist eine unendliche Hierarchie, also unendlich viele Komplexitätsklassen und die liegen alle innerhalb von P-Space. Die Polynomialzeithierarchie gibt uns also mehr Struktur innerhalb von P-Space. Wir können also noch feiner die Komplexitäten von Problemen innerhalb von P-Space unterscheiden. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Komplexitätsklassen zu definieren. Wir werden uns ganze drei Möglichkeiten anschauen. Die erste ist über sogenannte Orakel-Turing-Maschinen. Das tun wir in diesem Video. Dann kann man diese Klassen durch eine logische Charakterisierung beschreiben. Das ist eigentlich eine Verallgemeinerung der Zertifikatdefinition von NP. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, diese Klassen über sogenannte alternierende Turing-Maschinen zu beschreiben. Das ist eine Verallgemeinerung von Nichtdeterminismus, könnte man sagen, von nichtdeterministischen Turing-Maschinen. Und das Ziel von diesem Video ist erstmal nur, dass wir verstehen, was überhaupt Orakel-Turing-Maschinen sind. Und im nächsten Video definieren wir dann die Klassen der Polynomialzeithierarchie mit diesen Orakel-Turing-Maschinen. Aber zunächst könnte man sich ja fragen, wie kommt man überhaupt darauf, dass sich oberhalb von NP und CoNP und innerhalb von P-Space noch irgendwelche weiteren natürlichen Komplexitätsklassen befinden? Die Antwort darauf ist relativ simpel. Man hat Probleme gefunden, von denen man nicht das Gefühl hat, dass sie in NP liegen, die ganz klar in P-Space liegen und man wollte wissen, ja, sind die für irgendeine Klasse vollständig? Ja, gibt es irgendeine Komplexitätsklasse, so dass dieses Problem vollständig ist für diese Klasse? Und da ist man dann eben auf solche Klassen gekommen, die dazwischen liegen und man hat von einigen Problemen zeigen können, dass sie vollständig für irgendwelche von diesen Klassen sind. Und daher schauen wir uns jetzt auch mal so ein Problem an. Ich habe hier das Redundant Circuit Problem genommen. Redundant Circuit, also redundanter Schaltkreis. Da ist gegeben ein Schaltkreis C. Und die Frage ist, gibt es einen kleineren Schaltkreis, also kleiner als C, also weniger Gates als C, der genau die gleiche Funktion berechnet wie C? Die Eingabe könnte also ein solcher Schaltkreis hier sein, der hat in dem Fall 7 Gates. Die Frage ist also, gibt es einen Schaltkreis mit weniger 7 Gates, der genau die gleiche Funktion berechnet? In diesem Fall lautet die Antwort ja, es gibt hier einen kleineren Schaltkreis, der genau die gleiche Funktion berechnet. Ich habe hier einmal die Wahrheitstabelle für diese Funktion aufgeschrieben und da sieht man, die Wahrheitstabelle ist relativ simpel und dann finden wir auch tatsächlich einen simpleren Schaltkreis, der hat nur 4 Gates und berechnet genau die gleiche Funktion. Und somit ist dieser Schaltkreis hier eine Ja-Instanz für das Redundant Circuit Problem. Ja, dieser Schaltkreis ist redundant, es gibt noch einen kleineren, der die gleiche Funktion berechnet. Ich vermute, dieser Schaltkreis hier wäre eine Nein-Instanz für das Problem, denn ich glaube, mit weniger als 4 Gates ist es nicht möglich. Ja, könnt ihr aber selber prüfen, vielleicht findet ihr ja noch einen mit 3 Gates, ich weiß nicht. Dieses Problem ist natürlich sehr relevant für den Schaltkreisentwurf. Also wenn wir irgendwelche Schaltkreise entwerfen wollen, die dann auf irgendwelche Chips gebaut werden, da ist es natürlich schon eine wichtige Frage, ob der Schaltkreis, den wir da jetzt haben, ob das der kleinste ist oder ob der redundant ist. Denn man möchte auf so einem Chip natürlich Platz sparen und dazu gehört wahrscheinlich auch zu einem gewissen Anteil, dass man die Gates des Schaltkreises minimiert. Vielleicht nicht ausschließlich, denn es kommt ja wieder auch darauf an, dass die Leitungen am Ende noch platzsparend gezogen werden können und so. Aber zu einem gewissen Teil spielt das sicherlich eine Rolle, dieses Problem. Jetzt stelle ich mal die Frage an euch, in welcher Komplexitätsklasse würdet ihr dieses Problem hier verorten? Macht mal kurz auf Pause und überlegt euch, ob dieses Problem in irgendeiner Komplexitätsklasse liegt, die wir schon kennen. Ich würde erstmal sagen, dieses Problem, das liegt in P-Space. Wir können es mit polynomiell viel Platz lösen. Wie würden wir das machen? Wir bekommen irgendeinen Schaltkreis als Eingabe. Dann iterieren wir über alle Schaltkreise, die weniger Gates haben als der hier. Also alle Schaltkreise mit höchstens 6 vielen Gates. Machen das natürlich nacheinander.
ja, und verwenden den Platz immer wieder. Wir haben also immer nur einen anderen Schaltkreis im Speicher. Und dann müssen wir prüfen, ob diese beiden Schaltkreise, also der hier und der andere kleinere Schaltkreis, den wir gerade betrachten, ob die dieselbe Funktion berechnen. Dafür iterieren wir über alle möglichen Eingaben und gucken, ob da immer dasselbe rauskommt. All das können wir mit polynomiell viel Platz machen. Und falls wir irgendwann einen kleineren Schaltkreis finden, der genau die gleiche Wahrheitstabelle hat, dann akzeptieren wir, denn dann war unser Schaltkreis hier redundant. Und andernfalls, wenn wir alles durchgeprüft haben und keinen gefunden haben, dann verwerfen wir und sagen, nein, der war nicht redundant, der war tatsächlich minimal, dieser Schaltkreis. Vielleicht haben einige von euch hier auch an die Klasse NP gedacht. NP, warum? Naja, weil wir hier dieses gibt es in der Frage haben, das sollte uns immer sofort triggern und uns an NP denken lassen. Ja, hier ist die Frage, gibt es einen Schaltkreis, einen kleineren Schaltkreis, der genau die gleiche Funktion berechnet? Das sieht ja auf den ersten Blick wie eine typische Frage aus, die ein NP-Algorithmus beantworten könnte. Wir raten einen kleineren Schaltkreis und müssen danach nur noch überprüfen, berechnet der die gleiche Funktion wie der Eingabeschaltkreis. Daher jetzt nochmal die Frage an euch, ist das hier ein NP-Algorithmus für dieses Problem? Wir bekommen den Schaltkreis C. Erstens, der NP-Algorithmus, der rät einen Schaltkreis C', der kleiner ist, also weniger Gates hat, das soll das hier bedeuten. Und zweiter Schritt, wir prüfen, ob C und C' äquivalent sind, soll heißen, dass sie genau dieselbe Funktion berechnen. Also was sagt ihr dazu? Ist das ein NP-Algorithmus oder ist das kein NP-Algorithmus? Also die Antwort hier ist, es ist kein NP-Algorithmus, denn der zweite Schritt, der braucht exponentiell viel Zeit. Zu prüfen, ob die beiden Schaltkreise C und C' äquivalent sind, das bedarf exponentiell viel Zeit, denn wir müssen ja für jede mögliche Eingabe prüfen, ob die beiden Schaltkreise dasselbe Ergebnis liefern. Es gibt aber exponentiell viele mögliche Eingaben. Wenn das Schaltkreise mit n vielen Input-Bits sind, dann haben wir 2 hoch n viele mögliche Eingaben, müssen also 2 hoch n mal jeden Schaltkreis auswerten. So ein normaler NP-Algorithmus, der läuft ja so ab, dass wir am Anfang was raten, ja, und danach prüfen wir deterministisch in Polyzeit etwas. Gibt es vielleicht noch eine effizientere Möglichkeit zu gucken, ob die beiden Schaltkreise C und C' äquivalent sind, als alles auszuprobieren? Naja, wahrscheinlich nicht, denn dieses Circuit Equivalence Problem, so nenne ich es mal, also gegeben 2 Schaltkreise und Frage, sind die beiden Schaltkreise äquivalent, das ist ja dieses Teilproblem, was da jetzt auftritt, das Problem ist selbst co-NP vollständig. Und wenn es co-NP vollständig ist, dann bedeutet das ja, dass es wahrscheinlich keinen deterministischen Polyzeitalgorithmus dafür gibt. Überlegt euch mal kurz selber, warum das Problem Circuit Equivalence co-NP vollständig ist. Also ich begründe das mal ganz kurz selbst hier. Warum ist es in co-NP? Dafür müssen wir zeigen, dass das Komplement davon in NP liegt. Also gegeben 2 Schaltkreise, Frage, sind sie nicht äquivalent? Na, warum ist das in NP? Wir können irgendeine Eingabe raten, auf denen die beiden Schaltkreise unterschiedlich sich verhalten und dann beide auswerten und prüfen, ob sie sich tatsächlich unterschiedlich verhalten. Also ob der eine eine 1 ausgibt und der andere eine 0. Und das ist ein NP-Algorithmus für das Komplement von diesem Problem. Und um Co-NP-Härte zu zeigen, müssen wir von einem Problem reduzieren, was bereits Co-NP-hart ist. Zum Beispiel kennen wir da das Gültigkeitsproblem in der Aussagenlogik, gegeben ist da eine aussagenlogische Formel Phi und Frage ist, ist Phi gültig? Also wertet die Formel zu wahr aus unter jeder Belegung. Wie können wir da reduzieren? Wir bekommen irgend so eine Formel als Eingabe, aber wir wissen ja, Formeln und Schaltkreise sind fast das gleiche. Ja, insbesondere können wir diese Formel auch als einen Schaltkreis auffassen. Also diese Formel und dieser Schaltkreis hier, die berechnen genau die gleiche Funktion und man kann diesen Schaltkreis aus der Formel in polynomieller Zeit bauen. Na, und wenn wir uns jetzt fragen, ist diese Formel gültig, dann fragen wir uns ja, ob diese Funktion, die der Schaltkreis berechnet, ob das die Funktion ist, die immer nur 1 ausgibt. Wir können uns also fragen, ob dieser Schaltkreis dieselbe Funktion berechnet wie dieser Schaltkreis. Dieser Schaltkreis, der berechnet nämlich offensichtlich die Funktion, die immer nur 1 ausgibt. Die Reduktion, die übersetzt also eine Formel in 2 Schaltkreise, nämlich einmal den Schaltkreis, der genau der Formel entspricht,
und einmal einfach diesen Schaltkreis, der konstant die 1 ausgibt. Und das ist dann eine Polynomialzeitreduktion von diesem Problem auf Circuit Equivalence und damit ist Circuit Equivalence CoNP vollständig. Jetzt haben wir also festgestellt, dass dieses Redundant Circuit Problem sich lösen lässt von einem Algorithmus, der erstmal etwas rät, nämlich einen Schaltkreis, und danach noch ein CoNP vollständiges Problem lösen muss. Bei einem Problem in NP ist das anders, da raten wir etwas und müssen danach noch ein Problem in P lösen. Diesmal ist das Problem, was wir danach lösen müssen, eben nicht in P, sondern es ist in CoNP. Wir könnten also sagen, wenn das Circuit Equivalence Problem, wenn das in P wäre, dann wäre das Problem hier in NP. Das ist so eine Wenn-Dann-Aussage, oder man könnte auch sagen, es ist eine relative Aussage. Die Komplexität von Redundant Circuit, die ist eigentlich NP. Ja, eigentlich ist das nicht deterministisch in Polyzeit lösbar, relativ zu den Kosten, die man braucht, um das Circuit Equivalence Problem zu lösen. Ja, wenn man das Circuit Equivalence Problem lösen könnte, oder wenn man die Kosten, die man dafür braucht, vernachlässigt, dann wäre dieses Problem in NP. Und damit kommen wir jetzt zu dem zentralen Konzept dieses Videos, nämlich zu dem Konzept eines Orakels. Was ist ein Orakel? Ein Orakel für ein bestimmtes Problem, sagen wir mal zum Beispiel für das Problem satt, das ist eine Maschine, okay, hier ist es eine Person, die in ihre Glaskugel guckt, aber stellen wir uns das vor wie eine Maschine, die wir fragen, in dem Fall können wir sie fragen, ist diese Formel erfüllbar? Und sie antwortet uns sofort mit der richtigen Antwort. Also wenn wir das SAT-Orakel zum Beispiel fragen, hey, was sagst du zu dieser Formel? Dann sagt uns das SAT-Orakel sofort, diese Formel ist erfüllbar. Ohne, dass es irgendwas rechnet, ohne, dass es irgendwie Zeit braucht. Es sagt uns einfach sofort die richtige Antwort. Und wenn wir zum Beispiel nach dieser Formel hier fragen, die Formel ist unerfüllbar, dann sagt uns das SAT-Orakel sofort, diese Formel ist unerfüllbar. Und genauso wie Nichtdeterminismus an sich schon ein unrealistisches Konzept ist, es gibt in der Realität keine nichtdeterministischen Maschinen, können wir jetzt eine weitere Art von Turing-Maschinen definieren, nämlich Turing-Maschinen, die ein Orakel für ein bestimmtes Problem mit drin haben. Das ist dann auch ein unrealistisches Berechnungsmodell. Aber wir können damit dann gewisse Komplexitätsklassen definieren und Probleme in diese Komplexitätsklassen einordnen. Probleme, die sich vorher eben nicht einordnen ließen in, weiß nicht, P-Space vollständig oder NP vollständig, sondern die anscheinend irgend so eine Komplexität dazwischen haben. So eine Orakel-Turing-Maschine, das ist erstmal eine ganz normale Turing-Maschine, die hat irgendwelche Arbeitsbänder, sie hat Zustände, Übergänge und so weiter. Es kann eine DTM sein, kann auch eine NTM sein. Sie hat aber außerdem ein spezielles Arbeitsband, das sogenannte Orakelband. Das habe ich hier mal in einer anderen Farbe gemalt. Das ist das Orakelband für irgendeine spezielle Sprache, sagen wir mal, für das Problem satt. Also das ist eine Turing-Maschine mit der Spezialfähigkeit, dass sie satt-Anfragen in einem Schritt lösen kann, ohne zusätzliche Berechnungszeit. Wie funktioniert das? Naja, sie hat hier drei spezielle Zustände. Fragezeichen, Plus und Minus. Und wann immer sie in den Zustand Fragezeichen geht, dann nimmt sie das, was gerade auf dem Orakelband steht, interpretiert das als eine Eingabe für satt und geht in einem Schritt über, entweder in den Zustand Plus oder in den Zustand Minus. Wenn das eine erfüllbare Sattformel war, dann geht sie danach in den Zustand Plus über. Wenn das eine unerfüllbare war, dann geht sie in den Zustand Minus über. Und dann läuft sie ganz normal weiter. Also nachdem sie das Orakel gefragt hat, zum Beispiel stand da eine erfüllbare Formel, dann ist sie jetzt in dem Zustand Plus und dann macht sie ganz normal weiter. Sie liest und schreibt Symbole hier auf die Bänder, kann sich wieder hier irgendwie durch die Zustände bewegen und irgendwann fragt sie vielleicht wieder das Orakel. Dann wird wieder das, was auf dem Orakelband steht, interpretiert als eine Eingabe für satt und sie springt in einem Schritt entweder in den Zustand Plus oder in den Zustand Minus. Und irgendwann akzeptiert oder verwirft sie dann ganz normal die Eingabe, wie jede andere Maschine auch. Und wir nennen eine solche Maschine dann entweder eine ODTM oder eine ONTM, also eine Orakel-deterministische Turing-Maschine oder Orakel-nicht-deterministische Turing-Maschine. Wie üblich eine ONTM, die akzeptiert das Eingabewort, falls es mindestens eine erfolgreiche Berechnung gibt.
und eine ODTM ist einfach deterministisch. Und dann kommt hier jetzt ein Algorithmus für das Redundant Circuit Problem. Und zwar ist es ein nicht deterministischer Polynomialzeitalgorithmus, der ein Circuit Equivalence Orakel benutzt. Wie funktioniert dieser Algorithmus? Das ist relativ straightforward. Wir bekommen einen Schaltkreis C gegeben. Wir raten einen kleineren Schaltkreis C' und dann fragen wir das Circuit Equivalence Orakel, ob C und C' äquivalent sind. Falls ja, also falls die beiden äquivalent sind, dann akzeptieren wir die Eingabe. Falls nicht, dann verwerfen wir. Das ist ein nicht-deterministischer Algorithmus. Den Nicht-Determinismus, den haben wir hier benutzt, indem wir den kleineren Schaltkreis C' geraten haben. Wir haben ein Orakel befragt, also das ist eine Maschine mit einem CEQ-Orakel. Und vor allem, es ist ein Polynomial-Zeit-Algorithmus. Denn jeder einzelne Schritt, ja, das Raten des Schaltkreises C', das braucht nur polynomial viel Zeit. Und die Orakel-Anfrage braucht auch nur polynomial viel Zeit. Wir hatten ja gesagt, dass das Orakel in einem einzigen Zeitschritt die Antwort gibt. Und wir könnten sagen, jetzt haben wir eine Komplexitätsklasse für unser Redundant-Circuit-Problem gefunden. Diese Komplexitätsklasse könnte man nennen NP hoch CEQ. Was soll das bedeuten? NP hoch CEQ, das lernen wir im nächsten Video. Aber kurz gesagt, NP hoch CEQ, das ist die Menge aller Probleme, die sich lösen lassen mit einer nicht-deterministischen Maschine in polynomialer Zeit, wobei diese Maschine ein CEQ-Orakel benutzen darf.